ich jetzt gerade in die falsche Richtung getrimmt? Na? Wir haben so ein bisschen Bank Angle, scheint Seitenwind. Sollte ich gerade mal über die Trimmung die Maschine ein bisschen gerade rücken. Über den Aileron Trim. Ah, warte mal. Left Wing Down. Dann... warte mal, hier ist jetzt unten. Das heißt, das Right Wing muss ab, ja. Zwei Grad schon. Die Kugel ist ja komplett aus dem Center. Was ist denn da los? Ich würde jetzt gerne mal so mit dem Finger dagegen klopfen. Gerade mal rum, wie es auf der Beifahrerseite aussieht. Auch so krass. So, ich habe gesehen, mit der 9 kommen wir hier unten hin. Ja, das irritiert mich jetzt aber ein bisschen, dass die... Oh, wenn ich das Right Wing Down mache, oder ich habe in die falsche Richtung verstellt, kann das auch sein. Nee. Der Autopilot hält die Maschine gerade, egal wo das hin zeigt. Normal, wenn die Maschine wegdriftet, können wir über den Aileron Trim. Huch. Das ist der Nachteil, wenn die Pedale unterm Tisch stehen. Ja, du streckst die Beine aus, musst die Beine mal links und rechts ausstrecken. Ja. Nee, aber wie gesagt, so diese Online-Netzwerke, ich kann es jedem echt nur empfehlen, ja. Ich denke auch, die meisten Leute haben da weniger Hemmungen als ich, da einfach zu starten. Also ich meine, man hört ja oftmals auch andere Anfänger da. Gerade so bei IWAO, gerade wenn du dem Lotsen zuguckst, dann hörst du halt viele Anfänger auch. Das hörst du. Die Menschen sprechen. Ich habe wahrscheinlich genauso mich angehört. So, die Hälfte haben wir. Jetzt müssen wir Üla eindrehen. 248. Was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, es macht wenig Sinn. Ich habe am Anfang mal ein paar VFA-Flüge gemacht. Das war aber letztes Jahr oder... sogar noch 2015. Da bin ich ja auch viele General Aviation Flugzeuge geflogen bei X-Plane hier und habe dann halt mal so ein paar VFA-Flüge gemacht, auch mit der DC-3. Und ja, da muss ich sagen, nee. Ne, das hat mir irgendwie so gar nichts gebracht. Du redest ja auf Deutsch mit denen und das ist irgendwie seltsam. Also zumindest in Deutschland ist ja deutsche Sprache zulässig im in dem Bereich. Also wir müssen gucken, dass wir die Tanks umschalten in... Spätestens, wenn wir Üla erreicht haben, damit wir mit den... damit wir im Anflug keine Überraschung erleben. Wie weit ist es noch bis Üla? 5 Minuten. Ist das richtig? 6 Minuten. Und... ja, wunderbar. Da muss ich sagen, also das hätte ich mir noch schenken können. Was ich jetzt aber auch mir noch die Tage durchgelesen habe, weil die Constellation hat standardmäßig keinen GPS drin. Das ist optional, kannst du es zuschalten. Aber dann habe ich mir überlegt, IFA zu fliegen ohne GPS. Das heißt, du kannst auch nur Sits und Stars fliegen, die keine virtuellen Wegpunkte haben. Also du kannst wirklich da nur NDVs und VORs abfliegen.
oder musst dich halt vom Lotsen leiten lassen über Vektoren. Das will ich mir halt als Anfänger ehrlich gesagt online nicht antun, weil wenn du so ein Sit von Hand abfliegst, dann weißt du auch gleich, was du geschafft hast. Ja, das ist so schon sehr interessant, vor allem wenn du den Flight Director weglässt, jetzt mal als Beispiel, den hast du ja da nicht, sondern du hast ein paar Zeiger, die in irgendwelche Richtungen zeigen und du musst dann, du fliegst dann, sagen wir von Runway Direction auf ein VOA zu und zwar bist du, was weiß ich, 3,5 Meilen vor dem VOA bist und dann drehst du nach links auf Kurs bla 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 und fliegst dann 20 Sekunden in diese Richtung, machst dann einen Left Turn auf so und so viel mit einem maximalen Bank Angle von, also maximale Neigung von so und so viel, dass du halt eine entsprechende Kurve beschreibst. Ja, wenn du das 1:1 so nachfliegen willst, bist du dann und dann hast du noch einen auf dem Ohr, der dir noch irgendwas babbelt. Das klappt nicht, das kann man sich vorstellen. Ne? Das ist nicht so leicht. Ja, ich habe vorgestern oder gestern ein Video gesehen von einem, der mit der Constellation ohne den Flight Engineer, das heißt, er hat auch keinen Autopilot benutzt. In FSX geht das allerdings, weil das Ding halt, wie gesagt, wie auf Schienen läuft. Hat er die ganze Zeit nach hinten rechts geguckt, hat hier an dem, da ist ja hier das Engineer-Pult, hat ja an dem Engineer-Pult was rumgestellt, gleichzeitig noch mit dem Lotsen gefunkt, dann wieder hier vorne geguckt, dann das nächste DME eingedreht, beziehungsweise VOA, und wie gesagt, da bist du beschäftigt. Das ist schon sportlich. So, was wir auf jeden Fall in Kuujjuaq machen müssen, ist tanken. Da wird uns nichts übrig bleiben. Wir haben auch die Reserve ein bisschen zu krass angeknackt, da habe ich jetzt noch gar nichts von erzählt. Es gibt eh wieder ein paar Videos. Ich lasse es aber diesmal ungecuttet, weil ich es wirklich geschafft habe, die ganzen paar Stunden durchzubabbeln. Und zwar nächste Runde wird nach Montreal gehen, denke ich. Irgendwie ist das Flugzeug so grau, ne? Habe ich die Schatten ausgeschaltet? Das sieht im Moment gerade richtig scheiße aus. So, in 2,5 Minuten haben wir Ula erreicht. Und dann werden wir den Sinkflug beginnen nach Kuujjuaq. Und ja, wie gesagt, von da aus möchte ich nach Montreal. Das ist eine etwas längere Etappe. Sind, glaube ich, 450, 500 Meilen, 600. Das ist auf jeden Fall ein gutes Stück. Wir werden komplett Quebec durchqueren und werden quasi... Wir haben zwei mögliche Städte, wo wir landen können. Und zwar, ich weiß gerade nicht, wie sich das Gebiet hier nennt, aber ich meine, es ist Quebec. Nee, doch. Ist Quebec, so. Und das durchqueren wir quasi komplett bis zur City, also Quebec City oder wie auch immer. Ich habe allerdings einen schönen Add-on-Flughafen gefunden. Und zwar halt ist das Montreal. Und der ist etwas... Wo ist denn Montreal jetzt? Das ist etwas südwestlicher. Das heißt, wir würden über Quebec drüber fliegen und würden nach Montreal. Da habe ich schon ein paar Scenery-Files gefunden von Kanada. Hier oben ist ja halt... Ja, hier ist ja halt nichts, ne? Das ließ er auch. Hier ist nichts. Ja, hier ist alles nur platt, Wasser, Sumpf. Irgendwann kaufe ich mir hier mal 2000 Quadratkilometer Land und baue mir eine Hütte und gehe als Eremit weg. Lebe dann von YouTube. Ja, also brauchst ja dann nur noch Zahnpasta und Seife. Ja, Tiere kann man selbst totschießen und essen und Pflanzen kann man essen und nee, also hier gibt es ja nichts, aber Montreal gibt es ja ein paar Sachen und da sind dann, glaube ich, auch ein paar Sehenswürdigkeiten, sind dann auch mit drin als 3D-Objects. Ein Riesenvorteil von FSX bzw. Prepared, muss ich wirklich sagen, ist diese 3D-Objects, dass einfach so
Landmarks da sind, obwohl X-Plane eigentlich geiler ist für VFR, weil es einfach schönere Texturen hat, schönere Aerodynamik, also die Fliegerei, ist das Aerodynamik, also das, das Dynamikmodell halt, und ja, das sind alles so Punkte, die halt an X-Plane besser sind, aber ja, wenn ich halt nach Frankfurt fliege mit einer Cessna, dann sehe ich halt den Frankfurter Messeturm in FSX und auch in Prepared. Und in X-Plane nicht. X-Plane sehe ich da Häuser mit Ziegeldächern, ganz viele. Oder wenn ich nach London fliege und dann sehe ich auch hier dieses Riesen, dieses riesige Riesenrad da, keine Ahnung, wie das heißt, und diesen, wir sind drüber geflogen mit der DC-3 damals und ich habe dann die Bilder eingeblendet, ja, oder auch, hier, wie heißt das Ding? So wollte ich die Weltreise ja ursprünglich aufziehen, dass man halt diese Sehenswürdigkeit nochmal überfliegt, so Stonehenge, ja? Wenn du halt in FSX fliegst, dann ist das halt da. Und das ist halt, das ist so der Kritikpunkt, den ich an diesem Programm habe, aber wie bei allem im Leben gibt es halt immer das Für und Wider. Oh. Wir sind die ganze Zeit auch mit einer Mixture auf Auto Rich geflogen. Scheiße. Ich weiß. Egal, jetzt würde ich eh wieder umschalten. Deswegen sind wir auch so schnell. Also, Mixture muss ich mir hier auch nochmal irgendwo hinlegen, auf irgendwelche Tasten. So. Ich nehme den Schub jetzt ein bisschen zurück. Und wir gehen die Sync Rate. Nochmal noch ein bisschen höher. Wir haben hier keine Speed Breaks, ne? Ich kann mal raus und gucken. Nee. Ich habe an dem Throttle ist auch nochmal so eine zusätzliche Achse, die habe ich vorhin ganz vergessen zu erwähnen. Da ist immer so ein Drehrad. Also halt, das hat einen definierten Anfang und Endpunkt. Ich habe das auf die Speed Breaks gesetzt. Und dann kannst du die schön regulieren. Ja, auch bei der 777 oder bei der IXEG geht das ja dann auch. Aber nicht bei der DC-6. Die hat sowas nicht, die bremst. Wir können Crop Pitch ein bisschen. Einfach die Drehzahl ein bisschen erhöhen. Und dadurch gewinnen wir auch an Drag. Wobei ja, wie gesagt, also Propellermaschinen im Descent sind gar nicht so langsam. Da oftmals bei der DC-6 ist es auch so, die Maschinen einen Teil des Auftriebs über die Motoren erzeugen. Also nicht nur über die Tragflächen. Wir sehen, die Tragflächen sind eigentlich recht im Vergleich zum Flugzeug. Wenn man sich das mal mit einer 737, 747 vergleicht, sind die Tragflächen lächerlich. Und hier erzeugen tatsächlich die Propeller einen nicht unerheblichen Teil am Auftrieb, deswegen haben die Maschinen auch hier furchtbar schlechte Segelflugeigenschaften. Es gibt auch welche, die können das gar nicht. By the way, wir wollten Treibstoff umstellen. So, Treibstoff, gehen wir mal hin. Haben wir hier noch ein Ding näher? Hier. Aber wir müssen ein bisschen hoch. Mit den Augen runter. So. Was wir jetzt machen ist, wir schalten Engines 2 und 3 auf Main, schalten die Crossfeeds in die Mitte und machen die äußeren Tanks zu. Und jetzt laufen alle, also die beiden linken Motoren laufen jetzt auf dem linken Haupttank, also Tank Nummer 2, warte mal, 3. Ja, also auf dem Main Tank 2 laufen jetzt die Engines 1, 2 und hier drüben laufen jetzt Engines 3, 4.
theoretisch könntest du auch hier Treibstoff auf diese Art und Weise hin und her transferieren. Das ist allerdings nicht zulässig. Auch bei der 737 nicht. Die hat auch so Crossfeed-Möglichkeiten. Da hat sie eben auch mal ein bisschen geruckelt, wie ich gerade sehe. Da war die Performance eben mal ein bisschen in die Knie gegangen. Kann natürlich auch sein, weil die Aufnahme hier noch läuft. Ja, hier steht die ganze Zeit schon Warnung, hohe CPU-Auslastung. Wenn ich dann reingucke, läuft X-Plane nur auf einer CPU. Nee. Also über 26% geht da nicht. Komisch. Wobei hier die Grafikkarte normal limitierend ist. Und da es kein SLI unterstützt, werde ich auch nicht umhin kommen, irgendwann eine neue Grafikkarte zu holen. So. Was wir aber wissen wollen, ist Fujian Airport. Ich kann mal gucken, ob die sogar ein ATIS haben. So, Quebec Aviation Frequencies. Schauen wir mal. Ernsthaft. Cujuac, da ist sowas. Hier. Iqaluit. Das ist nicht das, was ich will. Ich brauche ATIS. So, die Blowers setzen wir auf Low und hier schalten wir die Cooling Turbine ein. Das haben wir die ganze Zeit vergessen. Was wir feststellen, ist jetzt doch so ein leichter Performance Impact. Eben geht auch X-Plane hoch auf 50%, 60% CPU-Leistung. Okay. Gut, kann mal gucken, hier geht auch nichts. Nee, dann müssen wir gucken, wenn wir da sind. Ich denke, wir haben ihn. Ich schaue jetzt mal ausnahmsweise, ich mache es ja nicht gern auf die Flugkarte. Center on Aircraft. Ich weiß nicht, wie groß das Map-Teil ist, was wir geladen haben. Ja, hier sehen wir, da unten ist unser Airport. Hier ist nichts. Ist nur Swamp. So. So. Okay, was haben wir denn? Altimeter 2974 und Wind ist 350 at 10. Also das geht ein bisschen, Wind geht ein bisschen steil. Und die Runway eignet sich fast nicht. Wir werden auf jeden Fall mit Seitenwind landen. Wir werden über die Runway 07 gehen dann. Die hat auch ILS auf 110,3. So. Ah, der ist sogar noch eingedreht. Sehr schön. Ja, die Wolken sind jetzt doch so, haben so einen leichten Performance-Impact. Ich merke so beim Scrollen, dass es so leicht zittert und ruckelt. Tut mir leid. Hat man die so 11 Minuten noch bei der derzeitigen Geschwindigkeit 45 Meilen. Wir schauen gerade mal hier. Es tut mir leid. Können wir gerade mal hier schauen. Ja, da kriegen wir nach und nach noch so 24 FPS hin. Nur vielleicht mal ganz kurz hier.
Nee, hier können wir, glaube ich, nichts. Wo wir wirklich was einstellen können, ist unter SkyMax Pro. Die Cloud Shadows zum Beispiel deaktivieren. Sollte uns deutlich... Ja. Ah ja, das ist doch schon... Also wenn wir bei 25 FPS stabil sind in X-Plane mit einem Payware-Flugzeug und diesen Wolkenformationen, dann sind wir eigentlich gut. Gerade hier, zack. Ja, es hakelt immer noch so ein bisschen. Ich werde mir irgendwann mal eine... Mal gucken. Ich hätte... Das Problem ist, du brauchst VRAM ohne Ende bei X-Plane. Und da ist das Einzige, was ja auf lange Sicht genügend VRAM hat, halt die Titan-Serie, glaube ich. Muss ich mal gucken. Ich hatte in der Tat schon überlegt, die 87 TIs beide zu verkaufen und mir eine Titan Black oder wie die hieß, gleiche Serie dafür zu holen, weil die halt das Dreifache an VRAM hat. Aber mal gucken. Wir sparen noch mal ein paar Monate und dann mal schauen. Boah. Also hier ist ja echt jetzt Suppe, ne? Eieiei. Also ich sehe gar nichts. Gut. 8000 Fuß, nur Dreckwetter. Crop die Eiser ist an. Wir können doch hier mal das De-Icing Fluid durchlaufen lassen. Wir sind zwar außerhalb der Icing Conditions, aber es kann ja sein, dass sich in der Zwischenzeit trotzdem was angesammelt hat. Wir fliegen ja gerade durch flüssiges oder durch gefrorenes Wasser. Also das ist echt, spannend. 8000 Fuß noch. Wir gehen runter für den Endanflug, denke ich, auf 2,5 bis 3000. 8 Minuten sind wir da und ich sehe nichts. Das müssten wir gerade nochmal gucken. Da ist ein NDB um die Ecke. Müsste ich ganz kurz mal, so leid es mir tut. So, dann muss ich gerade mal auf Plan G gucken. Ich habe, da bin ich auch nicht mehr zufrieden mit. Die Karte sieht so scheiße aus. KO-Code-CYVP, Kujuak. So, immerhin haben wir jetzt wieder ein bisschen Sicht. 7000 Fuß. Und ich hatte da vorhin mal versucht, andere Karten zu bekommen, aber kannst du vergessen, KV. So, hier gibt es nämlich das VP-MDB. Und dann haben wir aber nur noch das... So, ich muss gerade... Es tut mir leid, dass ich euch gerade so ein bisschen nicht... So, YVP ist ein 112,5. Das können wir tatsächlich mal kurz eindrehen. Müssten wir auch hier eine Anzeige bekommen. Na, der Strich dreht sich schon.
So, 6 Minuten, 25 Meilen entfernt. Das ist mittig im Flughafen. Und das geht schon wieder los. Ich fasse es nicht. Und schon wieder hagelt es. So, 5000 Fuß haben wir. Das heißt, es passt ziemlich gut. Wir müssen allerdings auf VP. Und VP haben wir hier nicht drin. Weil das der Punkt ist für unseren Endanflug. Den kriegen wir auf 390 Kilohertz. Warte mal. 3. Alter, das Wetter ist wieder klassisch. Aber mal schön. Mal was anderes als immer nur hier schön Wetterpiloten. So. 390 Kilohertz. Halten wir ziemlich straight drauf zu. Ich werde bald die Kontrolle übernehmen. Wir 3000 Fuß haben. Und wir ziemlich nah am Flughafen sind. Noch 5 Minuten, sagt er hier, 226 Knoten. Wir können auch jetzt ein bisschen, dass die Motoren nicht ganz müde werden. Wir haben auch ein bisschen Gewalt auf die Murmel. So, alter Finne. Ja, geil aussehen tut's natürlich, ne? Jetzt halt die Wolkenschatten weg. Das heißt, normal würdest du jetzt auf dem Boden, wo halt keine Wolken sind, halt keine Schatten sehen, aber das hat so einen krassen Performance-Impact bei Dreckswetter. Ja, also so ein Wetter würde ich normalerweise, würde ich einen Umweg fliegen. Das, aber wir müssen ja hier hin, das hilft ja nichts. So, da unten. Da ist irgendwas. Nee, irgendwas Komisches. So, der Airport müsste da ganz am Horizon sein. Irgendwo da hinten. Das ist der dicke Fluss, dieser River. Der River des Coxsog, oder also mit K, aber nicht mit C geschrieben, und nicht, dass man da was Falsches denkt. Der ist da auf jeden Fall ein recht breiter Fluss. Das ist ja hier alles von so Strömen durchdringend, ist ja alles nur noch Sumpf. Ist ja alles ekelhaft. So, Leistung immer wieder ein bisschen runter. Und wir sind bei 4000 Fuß.